Willst du nicht nach einer Ini Schluss machen? Ja, wollte ich eigentlich. Aber dann wurde es episch. Außerdem, Hybrid, du kennst mich. Ich höre nie auf, wenn ich sage, ich höre auf. Und das Lied, wie kann ich dabei aufhören? Das wäre ja der übelste Cliffhanger. Außer für die, die es kennen. Weiß nicht, ob ich bereit bin. Weil mich will das Gebiet doch nicht verlassen, weil das die Musik so schön ist. Ich will nur noch zu Glied hören. Lad mich ein. Okay. Bist du bereit oder willst du noch irgendwas umändern? Gott, ich liebe das Lied. Brauche es. Brauche es in meiner Liste. Habe ich eigentlich da schon wieder. Jetzt müssen wir was anderes sehen. Kann man bloß so ein gutes Lied da reinpacken? Das zwingt einen geradezu da zu warten. Das ist so ätzend. Ja, dann sonst ist das hier noch weitergemacht, aber. Ja, das Lied ist schöner. Wir warten einfach mal auf Shadowbringers. Meinst du, da sitze ich die ganze Zeit nur noch verträumt und mache.
Vor allem, ich wollte eigentlich vor einer Stunde. Vor einer Stunde wollte ich eigentlich aufhören. Ich wollte eigentlich nach der letzten Idee aufhören. Beziehungsweise ich wollte erst vor der Indie aufhören. Dann wollte ich nach der Indie aufhören. Und da kam so eine Sequenz. Und das kann das werden. Na toll. Also sitze ich da echt verträumt und bewege mich keinen Schritt mehr, weil ich einfach so schön finde, dass ich spenden will. Ich liebe diese Spiele immer mehr. Der einzige Teil von Final Fantasy, der echt rausfällt, ist der 15. Das ist ja nichts von Final Fantasy. Wobei, bei FF14 war ich damals auch sehr gespalten, als es rauskam. Also, nur nach dem ganzen Fiasko, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich glaube tatsächlich, als Seven Sword rauskam, habe ich erst FF14 so richtig mitgekriegt. Und dachte ich mir so, kann doch nicht gut sein. Ja, ich revidiere die Aussage. Sucht. Sucht. Eigentlich hatte ich vor, nach dem Stream noch oben FF10 zu zocken. Ich glaube, das wird nichts. Okay. Vor allem, wie episch der da einfach wartet. So rein theoretisch könnt ihr uns mit einem Happen jetzt umnieten. Weißt du, wir machen hier vor ein Tänzchen. Und der guckt so zu. Mega aufgeregt. Dieses Lied. Der Kampf wird noch besser. Es kann noch besser werden.
dann geht's nämlich weiter. Nein! Ernsthaft? Geil!
Destinien! Schrei mir nicht ins Ohr. Das kann nicht sein. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ich bin ein hoher Drache. Der wildeste und dunkelste. Ich bin Nidhogg. Stirb, Elende! Ich Nidhogg widerstehe. Gebt mir den Gnadenstoß. Lasst. Es hat keinen Zweck. Erfüllt meinen letzten Wunsch. Tötet den Drachen. Niemals! Wir geben dich nicht auf! Irgendwie ist das echt eklig. Wobei mir der Drache der nicht bleibt. Hallo Mira! Dass du noch reinschaust. Wie geht's dir? Du Musik, ja. Ich wollte es gerade auch schon wieder dahin. Bei mir auch. Ich wollte eigentlich vor einer Stunde aufhören. Ja, eine Verwirrung. Ja. Dachte, für den Kampf ändere ich meine Frisur. Versenkt die Augen im Wolkenmeer. Nochmal. Jo, Augenweitwurf. Wer wirft weiter? Okay. Na, doch, ich war weiter. Nicht viel, aber ein bisschen. Ah, nee, Alfino war weiter. Der war links. Schade. Er atmet noch. Estinien, mein Freund. Der neunte Arm.
Lucia, die Heiler sollen sich bereithalten. Zu Befehl. Lass. Wenigstens das will ich für ihn tun. Hat er nicht selber noch eine Verletzung? Okay, ich kann weiterspielen, er lebt noch. Danke, mächtiger Reiswelge. Ohne deine Hilfe hätten wir Nidhogg nicht besiegt. Der Kampf ist vorüber. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Estinien überlebt. Hallo, Alfino. Muss ich hin? Ach, da wieder hin. Okay. Gut gemacht. Wieder falsch laufen. Super. Oh. Ja, ein ewiges Hin und Her. Dahin. Und hinein. Hier. Lass mich rein. Die Retter Ishgards. Sagt, wie ist es euch ergangen? Wieder einmal. Es stand auf Messers Schneide. Die Kriegerin des Lichts hat Nidhogg bezwungen. Doch es war die Erinnerung an unsere gefallenen Freunde, die uns am Ende die Kraft gab, Estinien zu befreien. Auch ich habe hier unter Einsatz meines Lebens gekämpft. Aber ohne die Kriegerin des Lichts wäre die Stadt zweifellos gefallen. Ein beschämendes Zeugnis für einen Ritter Ishgards. Nimm es nicht so schwer. Nicht jeder von uns ist dazu auserkoren, ein Held zu sein. Ja, du auf jeden Fall nicht. Dass die Kriegerin des Lichts zur Stelle war, um Ishgard zu retten. Übrigens könntet ihr mich für meinen Einsatz auch ruhig loben.
Immerhin habe ich als Kommandant der Drachenballisten im 3. Bezirk zahlreiche Drachen vom Himmel geholt. Wow. Herr Emanela, mit Verlaub, ich bin mir nicht ganz sicher, ob eure Befehle überhaupt gehört wurden. Ich glaube fast, die Abschüsse sind hauptsächlich unseren meisterhaften Schützen zu verdanken. Ja. Pappnase. Ja, Emanelas Verdienste können wir später noch ausführlich diskutieren. Welche Verdienste? Danke ich euch allen für euren Einsatz. Ich habe Gästezimmer vorbereiten lassen, in denen ihr euch ausruhen könnt. Hab Dank, Graf Fortin. Ich weiß eure Gastfreundschaft sehr zu schätzen, aber zuerst möchte ich der Kongregation der Tempelritter noch einen Besuch abstatten. Bitte entschuldigt mich. Mehr noch als sein eigenes Wohl liegt ihm das seiner Freunde am Herzen. Alfino ist noch jung, doch er zeigt wahre Größe. Wenn er nicht mal wieder blauäugig ins Wärme rennt. Du wirkst ebenfalls besorgt. Nur zu, lass dich nicht aufhalten. Sieh ruhig nach dem Azur-Drachenreiter. Dem machen wir keine Sorgen. Nein. Da mal hin. Irgendwann kommt der Tag, da weiß ich automatisch, wo ich hin muss. Hoffe ich. Hallchen. Ich krieg eine Emmerich-Puppe. Wie geil. Ich glaube, das wäre sogar meine Puppe, die ich wirklich mal als Begleiter reinsetzen würde. Oh je. Was passiert denn jetzt? Große Ereignisse bahnen sich an. Jetzt stelle ich... Oh, es wird also wieder ein elendig langer Roman. Gott sei Dank war ich gerade pinkeln. Ja. Bitte? Estinien. Estinien. Oh mein Gott, das war. Jetzt will ich wieder nichts mit aufhören. Hör doch schon auf mit dem Geflänne. Halt doch die Klappe, Hybrid. Das ist doof. Ich kann doch nichts dafür. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht. Das ist doch scheiße. Ich bin nur so erleichtert. Wolltest du nicht auch ins Bett?
Sei nicht so grob, Estinien. Wenn Alfino und unsere Heldin dich nicht zurückgeholt hätten, würdest du diesen Moment nicht erleben. Rein hypothetisch gesehen. Einfach ausmachen. Ich weiß, ich weiß. Nein? Ich schätze, ich stehe in deiner Schuld, Alfino. Nein? Und in deiner auch, Kameradin. Ja, liegt schon drin. Die Reisweges Kräfte zu lernen, Nitok zu bezwingen. Nicht schlecht. Du wirst deinem Ruf mehr als gerecht, Kriegerin des Lichts. Ich liege auch fast im Bett. Estinien, ja. Bitte vergib mir. Ich war bereit, dich zu opfern. Dich, meinen Freund und Vertrauten. Lass, Emmerich. Du hast es für das Volk von Ishgard getan. Das wissen wir beide. Gerade weil du in jeder Lage objektiv bleibst, habe ich immer an dich geglaubt und bin dir gefolgt. Lass doch mal. Ich habe nie erwartet, dass du mich rettest. Aber Überleben ist nun mal meine Spezialität. Also fangen wir jetzt nicht auch noch an zu heulen wie der Kleine. Ich habe nur etwas feuchte Augen. Ach komm. Schlafen ist das, was ich wissen für Samstag. Ein Wachschlaf. Auch als Nitok meinen Körper in Besitz genommen hatte, war noch ein Funken meines eigenen Bewusstseins in mir. Alles, was ich denken konnte, war, dass ich ihn aufhalten muss. Aber ich habe auch gespürt, wie tiefschwarz seine Seele war. Den Schmerz über den Mord an seiner Schwester und den unstillbaren Durst nach Rache. Eigentlich fühlte er genau wie ich. So wie ich seit dem Tag fühlte, als er mir meine Familie raubte. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kerl. Aber im Unterschied zu ihm hatte ich Gefährten. Auch wenn ich sie ständig vor den Kopf stieß. Leute, die mich stützten und leiteten und mir auch widersprachen, wenn es sein musste. Ich mag dich trotzdem nicht. Nitok hatte niemanden, der ihn hätte aufhalten können. Eine einsame Existenz. Ich mag dich trotzdem nicht. Nun ist sein Schatten zerstreut und der Mord an meiner Familie vergolten. Aber ich fühle keine Freude. Mein Herz bleibt schwer. Damit ist die Drachenjagd jedenfalls zu Ende. Wieso magst du ihn nicht? Mein Freund, ich weiß nicht, er ist mir irgendwie... Ich lege mein Amt als Azur-Drachenreiter nieder. Okay. Nee. Wir sind mir unsympathisch. Estinien. Ihn mag ich. Mag passieren, aber irgendwie werde ich mit ihm nicht warm. Ich denke, ihr habt ihn für heute genug strapaziert. Er wird sich bald erholt haben. Keine Sorge, ich kümmere mich. Er ist auch super. Emmerich mag ich. Alfino, ja, ist mir einfach nur egal. Kinien. Nee. Ruh dich aus, mein Freund. Wir sind beide am Ende eines langen Weges angelangt. Es war nicht lange nach dem Sieg über Nitok, als Großmeister Emmerich, als Oberhaupt Ishgards, den sorgfältig erwogenen Schritt tätigte.
Über ein Jahrtausend lang waren die Geschicke der heiligen Stadt von ihren Päpsten gelenkt worden. Doch dies sollte nun ein Ende haben. Emmerich trennte den Staat von der Religion und verkündete feierlich, dass Ishgard fortan von Vertretern aller Bürger regiert werden sollte. Von würdigen Vertretern des Adels und Vertretern des Volks. Eine umfangreiche Reform, die er freilich mit großem Bedacht durchführte, sodass sie allerseits gute Aufnahme fand. Er selbst legte sein Amt als Übergangsregent nieder. Doch schon am selben Tag schlug man ihn als ersten Vorsitzenden des gerade geschaffenen Oberhauses vor. Wie klar. Da sich ausgerechnet das Haus Durendar für ihn, Großmeister Emmerich aus dem Hause Borel, stark machte, willigte er schließlich ein. Nun endlich hatte der Wind der Veränderung Ishgard wirklich erfasst. Bei der Inauguration Emmerichs machten illustre Gäste ihre Aufwartung. Es war ein würdiger Anfang für das erneuerte Ishgard. Brachis. Staunend sah die Menge, wie er auf einem Drachen durch die Lüfte glitt, statt gegen ihn die Lanze zu erheben. Das erst sei ein wahrer Azur-Drachenreiter. Da waren sich die Bürger einig. Drachi. Die Wellen des Krieges verebbten nun. Endlich konnte der lang ersehnte Frieden Einzug halten. Der Sattel sieht nicht gerade bequem aus. Haus im Drachenhort haben. Nehmen auch nicht viel Platz ein. Gut, meine ganzen Mounts und so weiter. Ich nehme nicht viel Platz ein.
Ja. So, einmal kurz angenommen. Ich weiß es gar nicht. War das das Buch, was wir da als Tagebuch haben? War das das? Ich bin sehr schlecht an solchen Dingen. Ich verschiebe solche Sachen immer in die hinterste Ecke meines Kopfes. Herrchen. Ich will wieder Drachen sehen. Der Besen. Ich will gar nicht wissen, wie viel dieser Besen jetzt eigentlich schon sauber gemacht hat. Eigentlich muss ich da hoch. Ich und mein Orientierungssinn. Gleich null. Das trotz Karte. Die Musik, ja. Ach, die Musik ist toll. Kannst du immer wieder betonen. Hörchen. Ja, ich würde da gerne mal rein. Hallo, Alfino. Im Zuge der Ishgard-Reform wurde ein Luftschifflandeplatz eingerichtet, von dem aus du nun Luftschifflandeplatz anfliegen kannst. Stormblood wartet. Echt? Ist das so? Unfassbar. Hast du es geschafft? Punkt 3 fertig. Ja! Aber irgendwo auch. Nein! Gerade kann ich mir nicht vorstellen, dass die anderen Addons besser sein könnten. Zerrator, oder? Ja. Also das Addon war richtig, richtig, richtig geil. Allein die Musik am Ende und oh Gott, Shadowbringers ist ja 10 mal besser. Ich
kann mir das tatsächlich noch gar nicht vorstellen. Kannst du mir nicht vorstellen. Kann ich mir damals auch nicht. Wie viele Quests sind es jetzt noch bis Stormblood? Also ich werde es heute nicht mehr schaffen, aber... Freitag könnten wir es durchaus schaffen. 19. Zellenbring ist richtig. Noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich bin tatsächlich nicht leicht zu brechen. Ja, ich habe eine Emmerich-Puppe. Kann man sich so über das Scheiß-Puppe freuen. Ich hoffe, du bist toll. Ja, mal gucken, mal gucken. Wie so komische Mantel. Welche? Jetzt ein Ende von 5.3. Mal schauen. Gerade muss ich erstmal versuchen, dass ich aufhöre. Eineinhalb Stunden wollte ich aufhören. Ich habe gesagt, ich will heute zeitig ins Bett. Wer glaubt, dass ich um 1 Uhr Feierabend mache? Hände hoch.